Das ist Sirius. Am 27. Januar letzten Jahres erreichte mich ein Anruf hier in der Zentrale. Sirius' Vater war am Apparat. Sein Sohn schafft den Sprung in die Welt nicht. Durch die angespannte Corona-Lage war nicht klar, ob wir zeitnah einen Fotografen bekommen und organisieren können. Ich erklärte dem Vater die damals noch recht unbekannte Wassermethode. Aufmerksam hörte er zu und fand es eine sehr gute Idee. Auf die Frage, welches Gefäß sich eignen würde, sagte ich ihm, dass ein Glascube oder ein kleines Aquarium sich hervorragend eignet, weil das Kind darin besser betrachtet werden kann als einem bauchigen oder runden Glas. Ich googelte schnell und wir fanden ein Geschäft in seiner Nähe, das solche kleinen Aquarien hat. Der Vater bedankte sich und rief in der Koordination an, um den Call aufzumachen. Tatsächlich ist der Vater in das Geschäft gefahren und hat ein Glascube geholt und im Krankenhaus seinen Sohn ins Wasser gelegt. Er selbst fotografierte auch sein Kind, weil er ja nicht wusste, ob ein Sternkind-Fotograf kommt. Unser Oliver kam dann aber doch rechtzeitig. Jetzt, anderthalb Jahre später, schrieb mich Oliver an und übergab mir die Freigabe von den Bildern mit Sirius. Wunderschöne, sanfte Aufnahmen, die wieder einmal zeigen, wie wertvoll es für die Erinnerungsbilder ist, ein Kind zur Kühlung in das Wasser zu legen. Wir danken den Eltern von Herzen, dass wir hier Sirius zeigen dürfen. Ohne solche Bilder wäre es schwer zu erklären, warum die Wassermethode so wertvoll ist.